Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ja, ich freue mich sehr, hier mal wieder eine Folge aufzunehmen. Das Spiel kam leider ein bisschen kurz die letzte Zeit, aber das ist halt so. Aber es ist auch nicht so verkehrt, hier immer mal wieder in ein bisschen größeren Abständen reinzuschauen, denn dieses Spiel ist, wie wir wissen, in der Alpha-Phase noch, mittlerweile in der Alpha 5, um genau zu sein, in der Version 7.1. Die Entwickler liefern hier wirklich recht kurzen Abständen, wie ich finde, immer mal wieder einen Patch nach. Jetzt am 1. April kam zuletzt ein Patch, der soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Dennoch werde ich mal hier runterscrollen und das ein oder andere mal kurz ansprechen. Wer das auch im Detail lesen will, drückt einfach Pause, dann sparen wir hier ein bisschen in der Zeit. Jetzt am 1. April, und das ist kein April-Scherz, kam die USS Monitor und die CSS Virginia als Mission und fertiggebautes Schiff jetzt dazu. Das sind sogenannte Ironclads und das waren eigentlich die ersten modernen Dampf- und Panzerschiffe der Geschichte, der zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1864 die Monitor natürlich hier als Unionsschiff und die Virginia als Südstaaten- oder Konföderierten-Schiff. Ich weiß leider jetzt nicht, wie dieses Gefecht ausging. Vielleicht hat der ein oder andere da eine Idee und postet das einfach mal unter dieses Video. Finde ich sehr interessant, dass diese beiden Schiffe da reingenommen werden. Ich glaube, die Virginia hat verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube auch mal eine Doku gesehen zu haben, wie ein Tauchboot darunter, also eine Tauchmission darunter getaucht ist. Da kann ich mich jetzt aber auch täuschen. Bei der Version 70 gab es jede Menge Hotfixes hauptsächlich. Wir haben hier aber auch Improved Ballistics, also die Ballistik wurde hier auf diverse Weisen verbessert. Wir haben ein Improved Damage System und die Gun Visual Variants wurde hier noch weiter überarbeitet. Dann ein sehr schönes Feature ist hier die Ramming Damage, also den Rammschaden. Ja? Das Rammen gegnerischer Schiffe war auch im Zweiten Weltkrieg noch ein beliebtes Manöver, so möchte ich es natürlich gar nicht nennen, denn ein Kommandant geht natürlich ein hohes Risiko ein, wenn er sich dann als Ultima Ratio dazu entschließt, einen Gegner zu rammen. Aber besonders im Kampf mit deutschen U-Booten zum Beispiel kam das gar nicht so selten vor, dass Korvetten oder Zerstörer der Royal Navy oder auch der US Navy deutsche U-Boote, die ja in der Regel über Wasser gekämpft haben, gerammt haben. Also es ist ja ein bisschen ein Irrglaube, dass U-Boote wirklich deutsche U-Boote im Zweiten Weltkrieg wirklich deutsche U-Boote waren. Das waren eigentlich Tauchboote, also Boote mit der Option, aus taktischen Gründen eben zu tauchen. Aber man hat eben über Wasser gekämpft und so kam es sehr oft, dass wenn man schon nah ran war, vor allen Dingen wenn Konvois nachts angegriffen wurden, war man oft dann schon auf Close Range auf einmal ran. Und dann bietet sich so ein Rammmanöver an, aber man geht eben ein hohes Risiko ein, weil man natürlich den Schiffsrumpf da in die Waagschale wirft. Aber finde ich super, dass das jetzt hier damit unterstrichen wird. Wir haben hier neue Schiffsmodelle, wirklich richtig viele. Da seht ihr mal, wie fleißig die Entwickler hier sind. Die französisches Super Battleship kommt hier rein, französisches Modern Battleship, hier neue Kreuzer, leichte Kreuzer. Ganz toll, habe ich mir alles noch nicht angeguckt, muss ich sagen. Schlachtkreuzer, große, also schwere Kreuzer, dann hier Improved Late UK Battleships, da hoffe ich mir dann mal auf die, was weiß ich, Nelson, Rodney, King George und so weiter. Also richtig, richtig geil. Wir haben neue Naval Academy Missions, wir haben hier Verbesserungen vom Ship Designer. Balance, Improvements und dergleichen mehr. Also wirklich ein Haufen Zeug, richtig, richtig cool und ich bin nach wie vor völlig geflasht von diesem Spiel und bin da wirklich sehr zuversichtlich, dass das hier alles gut ausgehen wird. Ihr habt euch entschieden für das US Super Battleship. Your Super Battleship must sink a Japanese armada of modernized dreadnoughts before it is reinforced by a modern
bei More Ships. Also lest euch das hier in Ruhe durch. Zum Setting, wir treffen hier auf vier Schlachtschiffe, alte Dreadnoughts, die aber modernisiert sind. Die werden eskortiert von 8 Zerstörern. Und wir sollen hier eben 70% der Schlachtschiffe der Dreadnoughts in diesem Zeitlimit natürlich versenken, aber eben auch bevor die Japaner hier selbst mit einem größeren Schlachtschiff, und ich erwarte da mal die Yamato, ich weiß es nicht. Ja, also Time is hier key. Und ich habe mich hier für den Boost der Technologie entschieden. Wir werden jetzt mal mein Schiffsdesign, was ich schon gemacht habe, eben mal durchsprechen. Ich habe das diesmal offscreen gemacht, so sieht das aus. Das ist die USS Missouri, ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse, was ich hier nachgebaut habe. Ich habe mich vor allen Dingen bei der Artillerie an die Originalvorgaben gehalten, bei der Tonnage allerdings nicht. Das ist hier einfach irgendwie ein bisschen anders proportioniert. Das Gefühl hatte ich bei der Bismarck schon. Ihr seht es hier an dem Schieberegler. Ich bin hier sehr weit unten und bin trotzdem bei 94.800 Tonnen. Ich habe mich für eine Geschwindigkeit von 33 Knoten entschieden. Das entspricht der Geschwindigkeit der Iowa-Klasse. Range ist jetzt hier ausgegraut. Ja, das finde ich sehr schön. Da schützen die Entwickler mich vorm Cheaten, denn Schlachtschiffe sind natürlich immer auf Very Long Range konzipiert. Ja, Medium Range und Short Range schon gar nicht. Macht einfach keinen Sinn. Ich habe mich bei den Bulkheads hier auch für Standard entschieden. Ich hoffe, es reicht. Turbinen habe ich eingebaut. Das sind die Boni, die wir dafür bekommen. Man muss ja mal abwägen, ne? Also, ja, Diesel habe ich da irgendwie nicht gesehen. Das ist zu teuer. Also, so Semi-Oil habe ich hier genommen. Ja, also man muss auch nicht alles nach oben boosten. Aber wir sehen dann gleich, wo ich hier meine Schwerpunkte gesetzt habe. Hier haben wir bei der Force Draft Boilers die vorletzte Variante quasi und haben hier eine 135%ige Funnel Capacity, was uns dann hoffentlich hier die entsprechende Power gibt. Auxiliary habe ich mich allerdings für das Tier 4 entschieden. Auxiliary Engine ist ja das Kraftwerk des Schiffs sozusagen, was uns mit Energie versorgt, aber ich denke auch mal die ganzen hydraulischen Systeme mit Druck versorgt. Und es soll einfach dazu führen, dass wir hier eine schnelle Turning Rate haben von den Geschützturmen, also schnell die Rohre auf Gegner drehen können. Denn wir haben hier einen numerisch stark überlegenen Gegner. Wir müssen wahrscheinlich viel manövrieren, weil wir es hier mit Zerstörern zu tun bekommen. Und da will ich einfach flexibel sein im Anstellwinkel, den ich hier zum Gegner fahren kann. Wir haben hier den Schafft Tier 2, gibt uns ein bisschen geringere Speed Penalty, wenn wir einen Maschinenschaden haben, aber ich hoffe doch mal, so weit kommt es gar nicht. Ja. Das ist mein Kalkül, dass wir hier den Gegner schnell ausschützen, um die Maschinen zu schützen. Haben wir zum Beispiel den Kruppstahl Tier 4, der spart uns doch einiges an Gewicht, erhöht natürlich die Kosten, aber ihr seht hier oben auch, sind wir sehr schön am Cap dran, was wir hier haben. Barbetten natürlich die höchste Stufe, ja, das ist unsere Lebensversicherung, dass wir hier keine Munitionsdetonation bekommen. Das ist jetzt was, wo ich ein bisschen am Pokern bin. Ich verlasse mich da mal auf meine Mittelartillerie und beziehungsweise Sekundärartillerie, dass die uns hier die Zerstörer ordentlich vom Hals halten. Ich denke mal, wir werden auch den ein oder anderen Torpedotreffer hier kassieren. Ich hoffe mal, das reicht aus, aber wir haben hier trotzdem minus 40% Torpedo-Damage. Also mal gucken. Dafür haben wir hier den Triple Hull eingebaut. Der bringt uns auch nochmal minus 7,5 Torpedo-Damage und vor allen Dingen minus 15% Torpedo-Flooding-Chance. Wir haben die besten Reinforced Bulkheads hier eingebaut, was es derzeit hier am Markt gibt und auch Flutungsschutz hier ist hier auf Maximum gefahren, also unsere Pumpen sind das Beste, was die Rüstungsschmieden der US Navy hier hergeben. Natürlich haben wir eine Tier 5 Zitadelle,
Es ist ein Schlachtschiff. Wir müssen einfach damit rechnen, dass wir viele Treffer abkriegen. Da brauchen wir ja eine gute Zitadelle. Shells haben wir Standard. Das haben wir auf Increased. Einfach da, ich weiß nicht, wie lange das Gefecht geht. Obwohl wir natürlich hier versuchen müssen, den Gegner schnell auszuschalten. Torpedos sind irrelevant. Ich habe mich hier für das Tube Powder entschieden. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, da wir hier eine plus 10,5%ige Chance von Shell Penetration haben, also eine panzerbrechende Wirkung hier um 10,5% erhöht. TNT würde ich jetzt eher bei leichten Kreuzern sehen oder auch bei Zerstörern oder so, was wir hoffentlich auch nochmal bei einem Let's Play spielen. Also das ist so der Plan für die Feuerkraft, um das Feuer dann auch zur Wirkung zu bringen beziehungsweise aufs Ziel zu richten. Haben wir hier die Elektrohydraulik Turrets, also das Beste, was es gibt halt, und das erhöht unsere Drehgeschwindigkeit des Turms um 35%. Das ist einfach, das kann gerade im Medium-Bereich halt irgendwie einfach viel ausmachen, ja, wenn man manövrieren muss und dann schnell weiterfeuern kann. Und eine Salve kann für den Gegner ja schon das ausbedeuten. Und wenn wir da 2 Sekunden gewinnen oder so halt, ja, und die Türme so schneller feuern können, kann das durchaus unser Überleben sichern. Und sobald wir hier im Ziel liegen, sobald die Salven deckend liegen, können wir hier mit einer Reload-Time von minus 35% auf Schnellfeuer übergehen und den Gegner richtig schön eindecken. Mit Salven, Torpedos interessiert uns nicht, damit wir das Ziel, wir kommen jetzt zum Beispiel, gehen nochmal eben, warte, hier haben wir natürlich Gun Aiming Speed, geht hier um 10% runter, das kontern wir hier mit einer 19%igen Gun Aiming Speed plus die Gun Long Range Accuracy. Das ist natürlich unsere Stärke, auf große Distanz jetzt den Gegner zu bekämpfen. Ich habe hier rein rollenspielerisch hier nochmal Radio Direction Finder. Das ist eher was für den Kampagnenmodus, vermute ich mal. Aber das ist unsere Stärke hier, auf größte Distanzen hier den Gegner unter Feuer zu nehmen. Denn wir haben es mit älteren Schiffen, die wahrscheinlich ein bisschen modernere Waffen an Bord haben. Es sind ja modernisierte Dreadnoughts und trotzdem gehe ich davon aus, dass die Deckspanzerung beim Gegner nicht so stark sein wird wie unsere. Panzerung könnt ihr da unten schon mal ein bisschen luken. Da sind wir wirklich extrem gut aufgestellt, aber auch hier eben mit der Entfernungsmessung über Hightech der 40er Jahre, nämlich Radar, sind wir hier wirklich richtig, richtig gut am Start. Hier kriegen wir nochmal 30% Gun Aiming Speed, also da haben wir das alles mehr als wettgemacht, was wir ein bisschen weiter oben verloren haben. Tower Spotting ist super, ne? Und vor allen Dingen die Gun Long Range Accuracy hier nochmal 55%. Also das ist unsere Stärke hier, auf große Distanzen hier den Gegner zu bekämpfen. Wir haben hier die Gürtelpanzerung, habe ich hier locker nochmal um 10 cm erhöhen können. Deckspanzerung, glaube ich, um 7 cm. Also wir haben hier wirklich extrem starke Gürtel und auch Deckpanzerung, was uns gegen Steilfeuer sehr resistent macht. Wir haben hier selbst bei den Türmen sogar noch eine Top-Panzerung von 30 cm, aber auch hier sind die Türme mit genau wie der Gürtel aus fast einem halben Meter Stahl hier gebaut. Also das ist doch wirklich beeindruckend. Auch der Turm ist hier sehr resistent und selbst die Sekundärartillerie hat ja fast 24 cm Kruppstahlpanzerung. Warum es Kruppstahl ist, weiß ich allerdings nicht. Dann gucken wir uns jetzt mal die Artillerie an. Und das ist auch beeindruckend. Übrigens ein wunderschönes Schiff. Also damals schon eine ganz moderne Linienführung, ne? So, der Bug, der gefällt mir bei deutschen Schlachtschiffen besser, aber ansonsten ist das wirklich eine absolute Schönheit. Die Schlachtschiffe der Iowa-Klasse. So, wir haben die Hauptartillerie in Drillingslafetten organisiert. 3 Türme, jeweils 3 Rohre mit einem Durchmesser von 40,6 Zentimeter. Das müssten 19 Zoll sein, wenn ich mich, oder sind 16 Zoll? Ich weiß, soll uns auch nicht interessieren. Wir sind Europäer. Wir sprechen hier in Zentimetern, ja. Also das ist historisch korrekt. Auch hier die Sekundärartillerie habe ich wie beim historischen Vorbild einfach mal genommen. Da haben wir 10 mal 12,7 cm Zwillingslafetten, ein bisschen kleineres Kaliber hier in Drillingslafetten dann organisiert, die auch
als Flak natürlich fungieren, genauso aber auch die 12,7 cm Kanonen können. Das seht ihr ja auch hier an der Einkerbung hier, das kann man richtig steil nach oben drehen. Und das war natürlich auch eine Hauptfunktion von Schlachtschiffen, aber auch von Kreuzern, vor allen Dingen von Flakkreuzern wie der Atlanta. Entschuldigt bitte, ich muss ein bisschen auf meine Stimme achten. Geleitschutz gefahren sind dann für die großen amerikanischen Flugzeugträger und Flugzeugträger-Taskforces. Und neben der Feuerunterstützung für Marines bei Landungen oder generell an Land, wo die große Artillerie natürlich die Marines ganz massiv und ganz effektiv unterstützen konnte, war eine große Aufgabe und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Abwehr von Flugzeugen und vor allen Dingen dann ja relativ bald im Krieg schon auch von Kamikaze-Angriffen, die ja wirklich ein Albtraum waren, ja, für amerikanische Seeleute. Da gibt es noch eine ganz, ganz schöne, bewegende Geschichte, die ich vielleicht dann jetzt in dem Gefecht hier nochmal erzähle, wenn ich es nicht vergesse. Okay, wir haben hier nochmal ein bisschen kleinere Kaliber, 7,6. Hätte ich ein bisschen längeren Schiffsrumpf. Wir haben jetzt hier ein bisschen Platzprobleme. Eigentlich ist diese hier, könnte man eigentlich auch nochmal drei solcher Flak-Türme hier hinbauen, beziehungsweise Flak-Geschütze. Das ist aber dadurch, dass die Aufbauten hier so weit nach vorne ragen. Aber ihr seht, wir haben hier ein Aft-Weight-Offset von 0,7%. Das ist wirklich wunderbar ausbalanciert. Und damit sind wir eigentlich durch. Dann haben wir hier noch die kleinen Türmchen. Aber auch die konnte ich da nicht verbauen an dieser Stelle, die ich euch eben gezeigt habe. Hier, Wahnsinn. Ja. Also wirklich fantastisch und ich hoffe wirklich sehr, dass es auch noch Flugzeugträger geben wird. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und USS Missouri wurde 1941 auf Kiel gelegt. Sie ist dann 1944 vom Stapel gelaufen, ist dem... muss man ein Schluck Wasser trinken. Ich muss auf meine Stimme achten. Irgendwie habe ich schon wieder ein bisschen Hals. Was dieser Tage ja immer sofort mit Angst zu tun, wenn man hier irgendwie im Hals sich irgendwas anbahnt. Er ist dann der Pazifikflotte mit zugeteilt. So, Gegner gesichtet. An Backbordseite. Lage 180. Wenn ich das richtig Peilung 270, würde ich sagen. Nicht ganz. 300, Lage 180, Türme drin ein und Feuer ist eröffnet. Mal gucken, welcher ihr als Ziel ausgewählt habt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hinteren. Nee? Ach, gucke. Hier, dann nehmen wir den mit größter Hitchance. So, Gegner dreht jetzt ein, dreht den Bug auf rechts. Reagieren wir direkt. Die Missouri war im Pazifik eingesetzt, dann im Zweiten Weltkrieg und hat an der Schlacht von Okinawa und Iwo Jima teilgenommen. Und es gab vier Schiffe der Iowa-Klasse. Und die bildeten sozusagen das Rückgrat der amerikanischen Schlachtschiffflotte. Die sind dann nach dem Kriege, die Missouri in Tokio eingelaufen. In der Bucht von Tokio wurde an Oberdeck der Missouri der Friedensvertrag unterschrieben und damit der Zweite Weltkrieg beendet. Das Kaiserreich von Japan hat kapituliert und das geschah eben an Bord dieses Schiff. General MacArthur hat da die Kapitulation der Japaner entgegengenommen. Und das war auch der Grund eigentlich, warum ich diesen Namen gewählt habe. Weil das ein sehr geschichtsträchtiges Schiff ist. Wir sehen hier die Einnebelungsversuche der japanischen Zerstörer. Salve liegt nicht ganz im Ziel, obwohl das eigentlich schon für die Distanz sehr gut ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Missouri dann in den Atlantik verlegt, ist dann durch den Panama-Kanal gefahren, was glaube ich beeindruckend war, ja. Ich bin ja selbst
bin selbst bei der Marine durch den Ostseekanal gefahren und ich war auf einem kleinen... Da gab's einen Unfall. Das... Oder? Ich glaube, die sind zusammen... Da ist ein Zerstörer, glaube ich, hier in das Schlachtschiff reingefahren. Zumindest klang das eben so. Ne, ich bin ja selbst durch den Nordostseekanal gefahren und das auf dem, ja, auf einem kleinen Minensucher. Und... So, wir gehen da direkt wieder hin. Sorry für das ewige Hin und Her seppen. So, ich will eigentlich hier bei dem bleiben. Wir sehen, wie unsere Salven hier liegen. Und ja, ich stelle mir das auch beeindruckend vor, wenn dann die Bismarck durch den Nordostseekanal gefahren ist. So, Salven liegen jetzt deckend. Und ich glaube, dann so eine Missouri im Panama-Kanal muss ähnlich beeindruckend sein. Ja, das sieht vor allen Dingen, wenn man dann von Land aus das beobachtet, sieht es aus, als wenn so ein Schiff auf einer Straße fährt. Man sieht ja dann das Wasser gar nicht und man sieht dahinter ja auch Land. Also das sieht total irre aus. Könnt ihr mal gucken, es gibt auch so Fotos von Kreuzfahrtschiffen oder so, wenn die durch solche Kanäle fahren. Das sieht irgendwie, oder auch der Suezkanal, ja. Das sieht aus, als wenn ein Schiff durch die Wüste fährt. So, da haben wir hoffentlich mal einen Treffer jetzt. Ja. Eine Kasematte wohl getroffen. Also Kasematte sind diese Geschütze hier. So, dann gehen wir mal wieder an Bord der Missouri. Die wurde dann in den Atlantik verlegt und ist dann nach New York zur Überholung. Da wurde auch der neue Präsident dann, Truman, vereidigt, soweit ich weiß, an Bord der Missouri. Die haben Salut geschossen für den neu vereidigten Präsidenten. Und war dann eben in der Atlantikflotte eingesetzt. Sie wurde dann im Juni 1950 wieder in den Pazifik verlegt, als Amerika dann in Nordkorea Krieg geführt hat. Und die Missouri hat bei der Schlacht um das Chosin-Reservoir den Rückzug der UN-Truppen gedeckt. Und wurde dann aber 1953 abgelöst. Von der New Jersey, ihrem Schwesterschiff, hat in Nordkorea 7000 Geschosse der 40,6 cm Türme verschossen, um die Truppen an Land zu unterstützen. Also wirklich ein kampferprobtes Kriegsschiff. Es wurde dann 1955 außer Dienst gestellt. Beziehungsweise wurde der sogenannten Reserveflotte zugeteilt. Und das galt für alle vier Schlachtschiffe. Und so kam es, dass das erste Mal in diesem Jahrhundert die US Navy komplett ohne Schlachtschiff war. Einfach aufgrund der veränderten Flottendoktrin. Ne? Man hat einfach gemerkt, Flugzeugträger sind wesentlich wichtiger. So, wir haben jetzt eine Hitchance von 6,1. Ja, die nebeln halt hier. Dann wechseln wir jetzt das Ziel und versuchen uns auf das hintere Ziel einzuschießen, obwohl die auch gleich in den Nebel fahren werden. So, Gegner ist nicht in Reichweite, das ist hervorragend. Vielleicht machen wir das mal so, wir schießen dann doch auf den vorderen, weil die fahren als erstes hier aus dieser Nebelbarriere raus. Wir prüfen mal unseren Kurs. Bug rechts jetzt, Lage 90. Peilung bei 300 ungefähr. Wir drehen jetzt mal den Gegner auf 270. Versuchen hier mal die Entfernung zu halten. Die Missouri war in der Zeit von 1955 bis 1986 in der Reserveflotte. Da wurde sie dann im Rahmen des Rüstungsprogramms von Ronald Reagan dann zurück in den Dienst beordert mit ihren Schwesterschiffen. Die Schlachtschiffe wurden dann modernisiert und man hat halt anstatt, also man hat viel der Mittelartillerie hier ausgebaut und hat da Lenkwaffen eingebaut, einfach um der Modernisierung Rechnung zu tragen. So,
Gegner hat jetzt das Feuer auf uns eröffnet. Versuchen jetzt direkt wieder ein bisschen Distanz aufzubauen. Und letzten Einsatz hatte die Missouri im ersten Golfkrieg. Da, ihr kennt vielleicht die Bilder. Die Eltern unter euch werden es noch aus den Nachrichten sogar kennen. Wo man einfach Tomahawk-Marschflugkörper starten sieht vom Deck der Missouri. Also wirklich, ja, ein bewegtes Leben. Wow, das lag schon gut im Ziel jetzt. Und sie tut jetzt ihren Dienst als Museumsschiff. Und das ist was, was die Amerikaner wirklich sehr, sehr liebevoll gestalten. Ich war selbst auf einem, Flugzeugträger in San Francisco mal gewesen. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Na, mal gucken, vielleicht fällt mir es noch ein. So, unsere Salve kommt rein. Ja, und in der Regel wird man dann als Tourist, wenn man, also wenn ihr mal in Amerika seid und ihr habt die Möglichkeit, einen Veteranen halt hier zu besichtigen. Es gibt auch ältere Schlachtschiffe noch, die ausgestellt werden. New York, glaube ich. San Francisco, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall San Diego. Ich komme nicht auf den Trägernamen. Verdammt, da stehe ich gerade am Schlauch. Und das Schöne ist bei diesen Museumsschiffen, man wird immer von Soldaten, die Dienst getan haben, ne? Dann da rumgeführt. So, Feuer an Deck, sehr schön. Gucken wir mal. Wir wurden noch nicht getroffen, das beruhigt mich ein wenig. Ah, die kommen schön zu kurz rein. Müssen natürlich ein bisschen wachsam sein dann auch. Noch sieht es so aus, als ob die... Als ob die Zerstörer hier... Na, wo bist du? Im engen Verband fahren, aber ich denke mal, die werden irgendwann ausscheren und hier versuchen, einen Torpedoangriff zu fahren. Ich hatte das schon mal gesagt, die Japaner haben eine bisschen andere Doktrin, was heißt ein bisschen, die haben eine komplett andere Doktrin gehabt als die Amerikaner. Die haben auf der einen Seite auf Nahkampf gesetzt. Und zwar war... Die Kreuzer und auch die Taktik der Zerstörer, die sich tagsüber auf Abstand zu halten, nachts ranzupirschen und auf Close Range die Torpedos abzufeuern. Die Japaner hatten wirklich extrem gute Torpedos mit einem sehr großen Sprengkopf, plus dazu waren die sehr schnell. Also wenn man die bemerkt hat, konnte man eigentlich dann auch nicht mehr ausweichen und dann wieder abzuhauen. Auf der anderen Seite hatten sie aber... trotzdem eine große Reichweite, was Torpedos angeht. Ich glaube, auch die Hauptartillerie hatte eine große Reichweite, trotz allem. Die Amerikaner hatten eine überlegene Feuerkraft der Artillerie, die aber auch bei den Flugzeugen, die Flugzeuge hatten nicht, oh, das war knapp, hatten nicht so große Reichweiten wie japanische Flugzeuge. Treffer, das ist aber abgeprallt. Inszenieren wir hier mal eine Vorbeifahrt. Mega geil einfach, wie dann die Rohre da runtergehen. Super geil, echt. Auch diese Fontänen finde ich hammer gemacht. Es ist so langsam hochspritzt, dadurch wirken sie halt extrem imposant, ne? Auch der Rauch ist auch super gemacht, ne? Also... Da sag mal einer, mit der Unity Engine kann man nichts anfangen, also das ist echt super. So, wir gucken mal hier, wie es bei den Japanern aussieht. Oh ja, wir haben hier auch schon Treffer erzeugt. Geht nicht gut, ja. Ein bisschen kürzer zielen hier. Jetzt Lage, Bug rechts. Bug rechts, Lage 80. Gegner feuert und unsere Salven kommen rein. Das ist ja ein geiler Turm hier. Cool.
Ja, stimmt. Das gab es tatsächlich bei manchen Kreuzermodellen bei den Japanern. Dass hinter der Hauptartillerie nochmal so ein Turm war mit ein bisschen kleinerem Kaliber, der aber trotzdem meist größer war als die Mittelartillerie. So, jetzt wird wieder genebelt. Das merkt man direkt an der Hitchance. Sehr schöner Verband hier, ne? Das ist halt eine der Aufgaben hier von Zerstörern dann in so einer Formation im Herzen. Ich hatte es schon mal gesagt, das sind immer die Schiffe, die besonders schützenswert sind. Ja, bei einer. Ach krass. Habt ihr gesehen? Die Druckwellen? Das ist ja geil. Das ist doch auch neu, oder? Gucken jetzt mal. Ja, World of Warships kann sich so langsam auch mal warm anziehen, so was irgendwie die Grafik hier angeht, ne? Also gibt jetzt schon einige Punkte. Ja, wir haben hier richtige Druckwellen auf dem Wasser. Wahnsinn! Und es ist auch so richtig und wichtig, ne? Im Fall eines Schlachtschiffverbands ist natürlich das Schlachtschiff, was da das Herz des Verbandes ist, und im Fall einer Carrier Task Force, also eines Trägerverbandes, natürlich die Träger. Und man formiert dann halt eben die Schlachtschiffe fahren in der Regel dann, also angenommen, das ist ein Flugzeugträger, dann fahren die Schlachtschiffe in der Regel in Kiellinie zum Träger. Jetzt hatten wir hier gute Treffer jetzt hier. Ammo Detonation. Das war ein, na, schade, dass ich jetzt so weit rausgesummt war. Und dann hat man in der Regel dann die schweren Kreuzer hier drumherum. Und dann die leichteren Kreuzer und ganz außen der Gürtel mit den Zerstörern. Und die haben einmal die Aufgabe, halt hier gegen Flugzeuge abzuschirmen, aber eben auch gegen Torpedoangriffe zu screenen. Plus natürlich dann die Abwehr gegen Unterwassereinheiten. Ja, mehr Treffer jetzt schon, die wir einstecken. Das ist aber noch unproblematisch. Mal Feuer gelöscht hier bei den Japanern. Da kommt schon die nächste Salve rein. Ja, aber das sieht man typisch halt, ne? Die viele japanische Schlachtschiffe, die ja sehr modern wirken, waren nicht selten Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg teilweise, die dann eben neue Aufbauten verpasst bekommen haben. Bei World of Warships sieht man das ganz schön. Also man fängt dann halt mit vielen Schlachtschiffen echt so, ja, sehr billo und sehr alt anmutend an, ja. Sieht sehr nach Ersten Weltkrieg aus, und wenn man dann so ein paar Upgrades gemacht hat, dann sieht das dann wirklich aus wie diese modernen japanischen Silhouetten. Ah ja, wir haben Feuer an Deck, Feuer an Deck. Der Brandabwehrtrupp sich klar machen. Okay, wir werden Kurs ändern. Auch um der gegnerischen Artillerie hier das Leben ein bisschen schwer zu machen. Ja, da bin ich auch sehr beruhigt, dass sie diese Animation, die es am Anfang gab, wo dann so ganze Segmente hier braun wurden, schwarz wurden, dass sie das weggemacht haben und jetzt hier wirklich für jeden Treffer, der dann halt wirklich so ein ja, eine eigene grafische Animation hat. Wirklich super. Problem ist, dass wir halt auch ein bisschen Zeitstress haben, ne? Knapp. Da geht einem doch bestimmt der Arsch auf Grundeis, ne? Wenn man hier, also da irgendwie so im Ausguck bist oder irgendwie die Besatzung hier von so einem kleinen Turm, und dann ballert der irgendwie so eine Gischt irgendwie 80 Meter hoch in die Luft, oder ich weiß ja nicht, wie hoch das spritzt, aber so 30, 40 Meter wird das wohl sein. So, mal gucken jetzt hier. Kriegen wir jetzt gleich viel Feuer rein.
und direkt nach Backbord hier drehen. Das liegt deckend, ne? Das ist eine Salve, die deckend liegt, und dann feuert man halt irgendwie mit Schnellfeuer auf den Gegner, bis man wieder außerhalb des Ziels liegt. Aber das ist schon eine deckende Salve. Das heißt, die haben sich jetzt auf uns eingeschossen. Ich werde das mal manuell machen. Drehen jetzt hier mal nach Backbord weg. Oder hart Backbord. Und Ruder-Hard-Backbord bedeutet hier 35 Grad. Und das dauert auch ein bisschen, bis das Ruder dann Hard-Backbord liegt. Denn man muss sich vorstellen, dass da man, ich kann es leider nicht unter Wasser gucken, ne, aber diese Ruderblätter sind natürlich riesig und müssen natürlich auch einer unheimlichen Kraft entgegenwirken. Entsprechend ist das halt übersetzt. So, das gucken wir uns nochmal an. Und nach der Salve hier, die jetzt hier einschlägt, machen wir doch dann auch einen Schnitt. Ja, freut mich sehr, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich habe richtig Bock gerade wieder auf Dreadnoughts. Ich finde dieses Spiel nach wie vor wirklich hochinteressant und wirklich sehr, sehr unterstützend und liebenswert, und freue mich tierisch auf den Release und bin ganz doll auf die Kampagne gespannt. Lass mir ein Like da, lass mir ein Abo da, und ja, hoffe, du bist in nächster Folge wieder mit dabei. In diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ich bin hier raus. Ciao, ciao.